Stellen machen, auch wirklich umfassend das System beschreiben. Es ist natürlich andererseits klar, wenn Sie Auto fahren, dann verstehen Sie auch nicht, wie der Motor funktioniert und Sie fahren doch. Wichtig ist nicht, glaube ich, dass man in jedem Detail alles aus allen Blackboxen verstehen möchte. Das schafft man nicht. Also wichtig ist nur, und das ist auch ein Erziehungsziel, dass ganz klar wird, an welcher Stelle man die Fachleute fragen soll. Bei der Medizin sind wir da schon einen weiten Schritt gegangen. Da ist es ganz klar, Sie wissen natürlich, wenn Sie eine Erkältung haben, legen Sie sich vielleicht ins Bett oder Sie ignorieren das. Es geht schon wieder vorbei, aber Sie kommen nicht auf den Gedanken, selbst eine Operation an Ihrem eigenen offenen Herzen zu machen. Aber genau so gehen Leute in der Industrie mit Mathematik um. Es ist also wichtig, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was Fachleute an Mehrwert schaffen könnten. Wie können Mathematiker da selber darauf hinweisen? Also im Grunde genommen reden wir jetzt über die Frage einer Ethik der Mathematik. Ich weiß nicht, ob das eine Frage der Ethik der Mathematik ist. Das ist auch ein sehr interessantes Thema, denn Mathematik ist in gewisser Hinsicht anarchisch. Und insofern passt das auch zu dem Bereich, den wir gerade hatten. Denn eine Mathematik bedeutet immer auch, dass sie beweisen wollen. Dass sie etwas vollkommen verstehen wollen, dass etwas vollständig richtig ist. Und wenn in einer Vorlesung im allerersten Semester, in der allerersten Stunde, sie einen Fehler an der Tafel machen, dann kann es ein Erstsemesterstudent verstehen und sagen, muss das nicht 2 heißen statt 3 und meistens hat der Studierende recht. Also in diesem Sinne ist Mathematik anarchisch, wenn man es so formuliert, oder ein Instrument der Aufklärung. Aber Aufklärung kann es nur dann sein, wenn sie die Grundlagen verstehen. Und missbraucht wird Mathematik dann, und dann sind wir wieder bei dem Thema, das wir gerade hatten, wenn die Formeln benutzt werden, um andere Leute, die mit den Formeln nichts anfangen können, zu verschrecken. Und da, das wird oft passiert in Diskurs. Was meinen Sie mit anarchisch? Meinen Sie vielleicht amoralisch? Nein. Nein, ich meine, es kommt nicht darauf an, ob der berühmteste Mathematiker sagt, das ist so, sondern jeder fragt, ist das wirklich so, zeig mir den Beweis. Und es kann der kleinste, noch nicht ausgebildete Schüler ein Ergebnis finden und beweisen, das vielleicht das großartig ist. Das ist die Anarchie. Ja. Es gibt nicht die Schulen, die Denkschulen, die sagen, es muss so gedacht werden, sonst ist es falsch, sonst muss vielleicht, auch diese Sprüche gibt es ja in der Philosophie, ist es schade um die Natur oder schade um die Welt. Das gibt es nicht. Insofern ist Mathematik wirklich besonders ehrlich zu sich selbst. Einen Punkt möchte ich doch sagen, auch aus meiner Erfahrung, Sie werden es vielleicht bestätigen, wenn man interdisziplinär arbeitet, ist ein Problem, was ich sehe bei Mathematikern, ist, dass sie oft nicht bereit sind, sich ein bisschen auch auf die Sprache der anderen Wissenschaften einzulassen und da die Brücke zu bauen. Denn meine Beobachtung ist, dass es umgekehrt sehr viel schwerer fällt. Wenn wir diese Brücke bauen, leichter machen würden, dann wäre vielleicht auch der Gang zu uns zurück, zu den Fachleuten. Erkläre mir bitte, wenn ich jetzt auf diesen Blackbox-Knopf drücke, was passiert hier, ohne dass ich gleich erschlagen werde von der ganzen Begrifflichkeit und dem Formalismus dahinter, wenn wir dazu noch mehr bereit wären. Also es ist auch ein Appell an uns als Mathematiker, diese Brücke noch mehr zu bauen. Kann das daran liegen, dass ich in anderen Wissenschaften ja gezwungen bin, sozusagen meine natürliche Sprache zu benutzen, die ja Unschärfen hat? Also wenn ich sage Bank, dann ist das Ding, auf dem ich sitze, aber auch die Bank, zu der ich das Geld trage. Das ist ja genau das, was sozusagen der Horror eines Mathematikers ist. Das will ich gerade nicht haben. Genau. Ist das das Übersetzungsproblem? Also zwischen Mathematik und den anderen Wissenschaften? Ich glaube, das sind zwei verschiedene Problemebenen. Also ich würde sagen, die Mathematik ist amoralisch insofern, als sie als wissenschaftliches System keinen Bezug auf Handlungen außerhalb der Mathematik hat. Wenn ich über einen Beweis innerhalb einer mathematischen Theorie nachdenke, bin ich innerhalb der Mathematik und habe im Prinzip keine ernsthafte Beziehung zur wirklichen Welt. Die Beziehung zur wirklichen Welt entsteht, sobald meine Theorie darauf hingearbeitet ist oder sobald ich mich mit Modellierungsproblemen und Ähnliches befasse, also mathematische Theorie anwende. Der innermathematische Beweis ist eine Sache innerhalb der Mathematik und nirgendwo sonst. Und diese Art von Denke, hinter die verstecken sich gern Mathematiker, die nicht moralische Verantwortung übernehmen möchten, weil die moralische Verantwortung gilt fürs Handeln in der Welt. Und das, was im eigenen Kopf passiert bei den Mathematikern, dieser
Denken in der Theorie ist etwas, was in der Hinsicht entlastend sein kann. Und da steckt ein Problem. Und genau, wenn es um das Einstein hat gesagt, wenn die dort, wo die Mathematik sicher ist, hat sie mit der wirklichen Welt nichts zu tun. Wenn sie was mit der wirklichen Modellwelt zu tun hat, ist sie nicht mehr sicher. Genau diese Brücke, dieser Übergang, der muss bewältigt werden und das sollte zum Repertoire von Mathematikern durchgehend gehören, dass sie auf beiden Seiten reden können. Aber das ist nicht nur ein Problem der Mathematik. Nee. Ich meine, Wissenschaft ist dadurch ausgezeichnet, dass sie sich auch einen Begriffsapparat schafft von möglichst präzisen Begriffen. Und wenn Sie zusammenarbeiten mit Wissenschaftlern anderer Gebiete, sehen Sie, auch da sind Fachtermini, die auf eine bestimmte Weise besetzt sind. Und Sie müssen sie als Mathematiker auch erst verstehen. Und oftmals ist es sogar so, dass zumindest die angewandten Mathematiker sehr viel eher bereit sind, die Terminologie der Anwender zu verstehen als umgekehrt. Also ich glaube, da bewegt sich sehr viel. Wenn Sie mal mit einem Germanisten zusammenarbeiten zum Beispiel, dann wissen Sie, dass selbst die Verwendung des Vokabulars der vertrauten deutschen Sprache als Wissenschaftsjargon durchaus die Tücken hat. Klar. Sehen Sie, das würde ich zum Abschluss gerne wissen, sozusagen am Horizont, eine neue Mathematik, ein neues mathematisches Modell kommen, was große Bedeutung für uns haben wird, vielleicht sogar wieder so etwas wie eine Evolution oder Revolution in den Wissenschaften auslösen wird? Gibt es sowas? Also ich glaube, dass unsere Welt mehr und mehr von Mathematik durchdrungen wird, weil man verstehen möchte, auch auf quantitativer Ebene, aber auch qualitativ verstehen möchte, wie die Beziehungen der Einzelteile zum Ganzen sind. Die Frage der Systeme, dynamischen Systeme. Sie haben Klimamodelle angesprochen, ganz wichtig. Die entsprechenden biologischen Systeme. Und Sie sehen ja gerade dort einen Paradigmenwechsel innerhalb der Biologie. Die mathematisch orientierten Wissenschaftler gegenüber den nicht so mathematisch orientierten Wissenschaftlern. Also Systeme mit Veränderung vor allem. Systeme mit Veränderung, ja. Ja, und solche, in denen die Veränderungen nicht unbedingt deterministisch vorhersagbar sind, sondern die eben als freie Entscheidung betrachtet werden müssen und eingebaut werden müssen in die entsprechende Theorie. Also das, was man als chaotische Systeme bezeichnet. Ich bin zwar als Historiker nicht für die Zukunft zuständig, aber ich habe das Gefühl, die Mathematik wird wagemutiger und experimenteller. Und eben auch mit sehr viel weiteren Anwendungsbereichen, an die Mathematiker auch selbst herangehen. Dann bedanke ich mich sehr, dass Sie da waren und für das Gespräch. Für Sie, meine Damen und Herren, das war's heute in Delta. Wie üblich finden Sie weitere Informationen über das Thema, meine Gäste und auch Literaturhinweise auf unserer Internetseite www.dreisat.de/delta, wo Sie im Web-TV unter anderem auch alle Gespräche dieser Sendung und der vergangenen Sendung noch einmal sehen und hören können. Die nächste Sendung, die gibt's am 16. Juni. Thema nicht nur, weil der Sommer allmählich doch in Schwung kommt, hoffe ich jedenfalls, die Realität der Liebe. Wenig berechenbar, wir haben eben über Chaos gesprochen, und doch im Grunde wie die Mathematik. Denn ohne sie würden wir wieder in der Steinzeit landen. Bis in 2 Wochen und tschüss. Was bringt Liebespaare zusammen? Und wie lässt sich vorhersagen, ob sie zusammenbleiben? Ist Liebe nur ein Gefühl? Und was tut sich biochemisch, wenn wir lieben? Warum ist ausgerechnet die romantische Liebe das Ideal? Delta – Liebe, die Realität. Am 16. Juni um 21 Uhr.